Herzlich willkommen zu diesem Video. In dieser Episode nehmen wir euch mit zu unserem Kanuabenteuer in die Mangrovenwälder und an die endlosen Sandstrände Brasiliens. Lasst uns auf jeden Fall ein Like da, denn in der Mitte des Videos werdet ihr erfahren, warum dieser Like wirklich wichtig ist. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und viel Spaß beim Anschauen. Ich bin Leonie und das sind Jonas und Thilo. Gemeinsam haben wir uns ein altes Segelboot gekauft, es restauriert und ausgestattet, um jetzt mit euch auf die Reise unseres Lebens zu gehen und die Welt zu entdecken. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Abonniert den Kanal und kommt so mit an Bord, um auch Teil dieses riesigen Abenteuers zu werden. So, wir sind heute am Kanufahren mit den netten Herren hier. Hola. 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 Thilo, was sagst du in Kanus? Ich nehme hier Tarantel, grüne. Das du nimmst das, sagst du einfach. Eigentlich sollte jetzt mal entscheiden, dass Thilo das nicht kriegt, ne, was er einfach jetzt... Er sagt, seins ist das, der grüne da. Und wie ist hier? Ich hab mir wieder wehgetan, jedes Mal auf Palmen zu schwimmen. Aber trotzdem geil. So, jetzt geht's hier in den Dschungel. So, jetzt fahren wir mit unserer einheimischen Truppe mal ein bisschen in die Mangrovenwälder, in so einen kleinen Arm hier rein, so einen Mini-Arm. Und es ist schon jetzt nicht so wie in João Pessoa, wo wir so ein bisschen im Mangrovenwald waren, wo 1000 Viecher kamen. Jetzt gerade ist es noch sehr entspannt und ist auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Eine Quelle. Angekommen. Hey! Água, brotando lá da terra, falei pra você. Hier kommt, hier ist. Ah. Da kommt das Wasser außen. Da ist die Quelle. Das kann ich trinken. Da, besser. Ja, aber da brodelt es richtig. Scheiße! Geh da nochmal rein, los. Wie du doch rein. Los, geh jetzt. Wie tief kann man hier sinken? Echt? Wow! Ey, das geht noch viel tiefer, ne? Ich könnte sinken. Das mag ich. Du stinkst. Das ist lustig. Also er geht durch, ohne einzusinken. Hä? Wie geht das denn? Ich fäng und du. Vielleicht, er kommt. Alter, das ist ein Nossa. Ey, da brodelt's richtig. Wir gehen. Die Sagua. Uiuiuiuiui. Ich bin fliehen, oder? Klar. Was geht da? Ja, hier ist alles richtig matschig und da kommt das frische Wasser raus und das sieht alles so ganz klar aus. Oh, hier blubbert's. Hier blubbert's überall. Echt? Zeig mal. Boah, das, wenn man hier ist, kommt richtig aus dem Wasser. Ey, krass. Ey, das ist ja krass, man spürt das sogar. Man spürt das. Ich war noch nie in meinem Leben an einer Quelle, wo wirklich Frischwasser aus dem Boden kam. Oder Grundwasser. Das erste Mal hier und dann direkt in Brasilien. In Deutschland gibt es ja sowas auch, aber direkt hier in den Mangrovenwäldern. Wir sind ja sonst immer oft am Meer unterwegs und haben schon viele lange Sandstrände gesehen und das ist jetzt aber nochmal echt was ganz anderes. Voll beeindruckend, hier einfach durch die Mangroven so durchzufahren. Völlig anders als Kanufahren in Europa. Also richtig cool, kann ich gar nicht erzählen. Kommt hier auf einmal eine Riesendüne. Was ist hier los? Jetzt gehen wir gerade hier den Hügel hoch. Mal gucken, was jetzt hier oben gleich für ein Ausblick ist. Auf jeden Fall, die Sonne geht gerade runter. Könnte ziemlich geil sein.
schon macht, ja. Was macht der Typ? Ey. Jonas ist immer so schlecht gelaunt auf dem Video. Immer nur Vandalisten hier. Jetzt kommen wir an der Mündung an, wo die Fischkutter schon stehen. Boah, der schlechte Laune wieder. Junge, du bist einfach nur ein Griesgram. Ein Schlechtmacher, ein Pessimist, ein Vollbauer. Lächerlich einfach. Vollbauer, finde ich geil. Junge, Vandalisten sind hier nicht gewöhnt. Hör auf, nicht filmen, nein, nö. Ich will das nicht. Was ist los, Giri, mit deinem Frankie-Zopf? Schreibt mal in die Kommentare, wie Jonas. Ha. Ey, genau, wie er Jonas Frankie-Zopf findet. Er sieht aus wie Frank. Ich könnte ja auch mal was ganz Verrücktes sagen im Video, ne? Sag mal, was Verrücktes. Mach ich aber nicht. Was soll ich denn mit meinen Haaren machen, wenn? Was soll ich mit meinen Haaren machen, wenn? Wenn? Wenn. Offen lassen. Oder abrasieren. Was auch immer. Oder Dreads oder Reds. Ich kann ja einfach mal so eine richtig astronomische Like-Anzahl für dieses Video sagen und dann mache ich mit Dreads. Ja, wie viele? 10.000. Okay, das ist sehr krass. Bei 10.000 Likes bei diesem Video mache ich mit Dreads. Der wird bei Gary bleiben, glaube ich. Ja, bleibe ich in Gary. Ah, nee, Frank, so. Frank. Frank. Ganz ehrlich. Das kann man sich doch nicht mehr mit angucken. Macht bitte die Likes davor, dann hat das Elend ein Ende. Alter! Hey. Ja, jetzt sind wir an den Fischern angelangt. 100 Meter, dann ist da hinten das Meer. Die haben hier auf jeden Fall heute einen Fang gemacht. Aber ich habe hier schon eine Information bekommen. Oh, da! Wow! Sandhai oder so ein. Ich laber wieder irgendwas. Alter. Ey, die haben heute eine Ausbeute gemacht. Ey, die sind ja krass drauf. Ist das überhaupt legal? Auf jeden Fall habe ich hier schon eine Information bekommen, dass sogar selbst die kleinen Minifischer, die hier heute hatten, so eine dicke Ausbeute. Aber ich habe gehört, die haben manchmal auch gar keine Ausbeute. Und dass die auf jeden Fall auch hier subventioniert werden, ne? Und tagelang auch nicht fischen dürfen, weil hier halt auch schon Überfischung stattfindet. Dann kriegen die Unterstützung vom Staat. Das ist zwar relativ wenig, aber wie man sieht, an gewissen Tagen gehen sie schon auch raus und fangen auch spezielle Fische. Erstmal eine B-Roll-Session. Ab geht's! Leonie startet jetzt den Kite. Mal gucken, ob das was wird. Ich bin zuversichtlich. Leonie sträubt sich immer so ein bisschen davon. Tilo, starte du den Kite. Aber man muss ja irgendwann mal lernen und die kann das ja auch. Deswegen ist es eigentlich unnötig. So, da fliegt das Ding hin. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Leonie kann kiten, aber kein Kite starten. Muss nur ein bisschen üben, aber es ist komisch. Thank you.
die Session. Leute, es war gut, ob ihr es glaubt oder nicht. Auch wenn man den Start mal verkackt, dann kann es sich noch ins Gute wenden. Und ja, das stimmt, war halt sehr gut, hast gut gemacht. Kannst du ein bisschen ernsthafter mal sagen? Ja, gut, du bist gut. Ich hab dann nochmal den Kalk gewechselt, es war viel zu wenig fest und jetzt bin ich mit dem Zehner gefahren und das hat wirklich Spaß gemacht und war gut. Und ich finde, da kann man sich auch mal selbst auf die Schulter klopfen. Leonie hat das gut gemacht, sie ist gut gefahren am Ende noch. Ich brauche manchmal so ein bisschen länger für die Sachen, weil Thilo kann das immer nicht so gut erklären, weil er selbst nicht immer weiß, wie genau er das macht. Und dann dauert das für mich manchmal ein bisschen länger, bis ich das dann drin habe. Aber Jonas zum Beispiel, der ist heute so zum zweiten Mal gefahren und jetzt fährt er ja schon richtig gut hoch und runter. Der lernt das richtig schnell. Voll cool, wenn wir jetzt alle drei fahren können. Genau, und jetzt fahren wir nach Hause und dann gibt es erstmal was. Das war's schon wieder von uns. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. In der nächsten Episode fahren wir mit einheimischen Fischern auf einem Floß raus auf den Atlantik zu einem Riff. Um mehr von uns zu erfahren, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.